Hallo Leute und herzlich willkommen. Ich bin mal wieder am Pfandflaschen suchen und ich frage mich gerade, wieso sind wir eigentlich so scheiße? Oder warum sind manche Leute eigentlich so scheiße? Ich habe hier eine Dose gefunden, ziemlich zerdrückt, und zusätzlich zu dem Zerdrückten hat man, damit man ganz auf Nummer sicher geht, dass die Leute das nicht einlösen können, diese 25 Cent, hat man den kompletten Strichcode mit einem Schlüssel oder mit einem Messer oder irgendwie komplett zerkratzt, damit man nicht zum Supermarkt gehen kann, die 75 Meter in die Passage rein, hat man das zerkratzt, damit das ja keiner einlösen kann. Wegen 25 Cent macht man sich so eine Mühe. Sag mal, sind wir eigentlich total beschissen? Oder kommt mir das nur so vor? Ich habe insgesamt jetzt schon 3 oder 4 zerstörte Dosen gefunden. Das ist also kein Einzelfall. Das machen scheinbar mehrere. An verschiedenen Orten, in verschiedenen Städten. Sind wir eigentlich total bescheuert? Oder kommt mir das alles nicht?